Subhanallah, was ist diese Seele? Einmal kam ein Mann zu Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, und er sagte zu ihm, o edler Imam, beschreibe mir, was die Seele ist. Das heißt, was ist diese Seele? Ist sie etwas Materielles wie Eisen oder Holz, was ich anfassen kann? Oder ist sie vielmehr gasförmig wie Luft oder wie Rauch? Oder ist sie vielmehr etwas Fließendes wie Wasser? So sagte Abu Hanifa rahimullah ta'ala zu ihm, warst du einmal anwesend, als die Seele einen toten Körper verlassen hat? Warst du neben dieser Person? So sagte der Mann, ja. So sagte Abu Hanifa rahimullah, so beschreibe du mir, was die Seele ist. Ich weiß nicht, was die Seele ist. Keiner weiß das, liebe Geschwister. Diese Seele ist eine Angelegenheit von Allah subhanahu wa ta'ala und sie haben sehr wenig Wissen darüber. Und subhanallah, was haben die Wissenschaftler gemacht? Sie haben eine tote Person gewogen. Bevor die Seele ihm entnommen wurde und nachdem die Seele ihm entnommen wurde, weil sie wollten wissen, was ist diese Seele? Hat sie ein Gewicht? Hat sie kein Gewicht? Nichts haben sie herausgefunden. Bis zu diesem heutigen Tage. Warum? Weil Allah bestätigt hat, dass sie über diese Seele nicht großartig an Wissen bekommen werden. Ja, dhakir al-ashab, kum mutaddiban.